Ja, servus liebe Shisha-Freunde, das Shisha-Wahnsinns-Team mit Shisha-Oli 85 und mir, Big Two Wiesen, wieder für euch da. Wir haben etwas Neues zu reviewen dabei. Ein goldener Schlauch. Bitte? Ein goldener Schlauch. Ein goldener Schlauch, ja. Ein goldener Schlauch. Aber das ist nur was Passendes dazu. Und das Eigentliche, was wir heute testen wollen, ist dieses Teil hier. Ich würde sagen, das ist ziemlich klein. Und das werden wir euch heute mal zeigen. Größer wie manche Pfeife. Ah. Wie manche. Fast so groß wie die Egelglas. Aber egal. Na gut, die Kaffeeausschläge sind ja auch nicht gerade klein. Richtig. Wir zeigen euch das Ganze mal. Das ist nämlich ein Chini Cobra Mundstück. Extra lang. Passt fast gar nicht hier aufs Bild. Aber ich denke, man sieht schon, die Ausmaße sind ziemlich enorm. Ich glaube, um das Volumen zu füllen, muss man euch mal dreimal ziehen. Das werden wir dann gleich sehen. Ich zeige es euch jetzt einfach mal aus der Nähe. Man sieht schon Verzierungen. Die Mund, also die Öffnung am Mundstück, am Cobra-Stück. Also gleich was ganz anderes wie die alten Cobra-Schläge, gell? Oh ja. Oh ja. Hier sieht man auch immer wieder die Verzierungen. Ja. Aber gut, nach dem Gold her. Leider sehr unauffällig, also so auf den ersten Blick fällt es nicht auf. Kaum auf, aber ja. Man sieht es auf jeden Fall. Das ist aber, denke ich mal, gewollt. Genau, weil schwarz wäre dann schon wieder zu intensiv. Ja, es ist aber sehr schön gemacht. Auch hier kennt man ja zum Beispiel vom Sub-Zero-Mundstück, das der Olli gerade benutzt. Genau. Ja, dann eher so dick, aber auch diesen Twirl hinten drin. Genau. Also das ist das ganze Stück. Echt ein Riesenteil. So ein großes Teil als Mundstück. Ist enorm. Nicht kaputt machen, Leute, sonst regen sich eure Eltern auf, wenn die Mülltonne voll ist mit Scherben. Gut. Ich schließe es einfach mal an. Den goldenen Schlauch. So. Muss doch gut drin sein. Ja, ist immer gut. Gut drin. Ja, und dann brauchen wir mal. Aus dem Grund bin ich ja für Shisha-Sklaven, die wollen den Schlauch halten, weil irgendwann kann ich ihn nicht mehr halten. Ja. Also, sonst schlaue ich eigentlich immer so. Jetzt locker aus dem Handgelenk. Ihr findet es eine dann mal mit so einem Standfuß, dass du den unten so hinstellst, bloß und dann ohne Hand. Wäre auch noch eine Idee, ja. Vielleicht auch komplett aus Glas. Er ist aber sehr gut in der Hand. Lässt sich wirklich sehr gut halten. Dadurch, dass er durchsichtig ist, sieht man auch, wie viel Rauch sich da drin bildet, wenn man daran zieht. Aber vielleicht ist das jetzt der gute Effekt, weil sobald er mit Rauch voll ist, sieht man das Goldene jetzt wesentlich besser. Richtig, weil es dunkler ist dann dadurch. Ja, weil es nicht so durchsichtig. Ja, sieht klasse aus. Und jetzt, wenn der Rauch wieder verschwindet, dann wird das die Verzierungen wieder weniger sichtbar. Durchzug ist klasse, wie zu erwarten. Gut, bei dem Durchmesser oben. Klasse. Schwer ist es auch nicht. Für die Größe ist es handlich. Aber gut, es bietet halt trotzdem. Also ich schätze mal so wie der Wolf und Wörstein, wenn man den eine Zeit lang hebt. Also irgendwann. Ja. Gut, da ist ja der schon schwer, weil der mit der Flüssigkeit hier drin. Ist aber für die Größe total angenehm zu halten. Auf jeden Fall ein Hingucker schlechthin. Alleine schon die Größe und dann noch dieses Cobra Stück vorne drauf. Klasse. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich euch noch natürlich noch zeigen will, dass ihr auch seht, dass es auch von Chini ist. Hier oben ist noch das Chini Logo. Jawohl. Der Mann mit der Wunderschlampe. Frosch Aladdin. Der durfte aus rein rechtlichen Gründen nicht auf das Bild mit drauf. Weil das könnte gleich zwei Urheberverletzungen oder in die Welt bescheren. Das wollen wir ja natürlich nicht. Jetzt wird unser Kanal gesperrt endgültig wegen diesem Chini. Ja, also ich bin überwältigt. Als ich das erste Mal ausgepackt habe, habe ich mir gedacht, Mama Mia, das ist wirklich ein Teil. Das muss man mal live gesehen haben, um wirklich mal die Ausmaße zu sehen, weil auf solchen Bildern, da sieht das Ganze immer viel kleiner aus. Das kann man sich immer ganz schlecht vorstellen.
Aber wenn man das Teil dann wirklich mal vor sich hat und in der Hand hält, dann sieht man erstmal die Ausmaße, die sind echt gewaltig bei diesem Mundstück. Und ja, der Olli darf natürlich sich das Teil dann auch mal näher begutachten und auch mal dran ziehen. Ich habe ja vorhin schon begutachtet, wie gesagt, das aufgemalte, aufgemalt ist nicht mal, oder? Nein. Das merkt man nicht mal. Nee. Das ist innen. Das wird so ein Blinddruck sein, was weiß ich. Also auf jeden Fall sehr gut auf jeden Fall drauf. Also ja. Wie gesagt, man sieht jetzt keine Fehler. Gar nichts. Ist wirklich gestochen, scharf drauf mal, also richtig gerade Linien und so. Was ist da drauf, wenn man so es mal begutachtet? Das sind Blumen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ja, so eher Muster. so traditionelle Muster mit drauf. Federn. Genau. Und der Durchzug, klar. Gut, wenn ich jetzt hier das Loch so angucke, das kann man ja gleich messen. Also mit einem Zug ist schon wieder vorbei, also mit dem kurzen Zug, also ja. Schabartig. Klasse, auf jeden Fall sehr zufrieden. Wenn wir mal mit den ganzen Maße mal durchgehen, ich habe hier das Ganze mal aufgelistet und zwar 60 cm beträgt die Komplettlänge, der Griffbereich hier unten beträgt 13 cm, der verzierte Bereich von hier bis hier beträgt 31 cm, der Cobra-Kopf hat eine Breite von 57 mm, also 5,7 cm. Öffnung 11 mm, da messen wir aber gleich nochmal genau nach. Also die Mundöffnung. Dann die Rohrbreite 3,8 cm. Die Wandstärke beträgt sage und schreibe 4 mm. Sieht man aber auch, ist sehr dickes Glas. Sieht man ja alleine schon, wenn man hier unten das Ganze sich anguckt. Es ist ein Borosilikatglas, das ich noch rauskriege, 3,3. Die Neigung des Kopfes beträgt 75 Grad. Der Adapter und der Plug-in-Adapter beträgt 30 mm. Und die Ummantelung von dem Plug-in 35 mm. Also können wir trotzdem noch was messen, weil der Durchmesser von dem unteren Röhrchen haben sie jetzt nicht genannt. Von? Der ist enger, genau. Weil der ist enger, den könnte man messen. Wenn da nur rauskommt, der Schlauch. Genau, schauen wir doch mal. So, jetzt. Wo liegt da? Der liegt bei 7,5 mm. Das ist viel. Das ist genug, ja. So, das kannst du hier oben noch schnell. Warte mal. So. Da haben wir 11 mm, ganz genau, wie sie es sagen. Jetzt Wandstärke kommen, wenn wir schon dabei sind. Haben wir die 4 mm wie angegeben. Klar schwankt es eventuell, ganz genau können sie das wahrscheinlich nie machen, aber 4 mm zeigt es jetzt an. Die 11 mm oben, also haben sie sehr gut gearbeitet. Ja, klasse. Auf jeden Fall. Bin auch sehr positiv überrascht von dem Ganzen. Wie wir schon gerade gesagt haben, die Verzierungen sind sehr schön schlicht gehalten. Das Glas hat eine Top-Verarbeitung, überhaupt keinen Mangel festgestellt. Wie schon gesagt, das Gewicht ist angenehm für die Größe. Der Durchzug ist einmalig, super. Und ja, jetzt kommen wir noch zum Preis. Der Olli weiß ihn nicht. Ich hab natürlich nachgeschaut. Ja, Olli. Sicher? Ich weiß nicht, ich schätze mal, dass du es nicht weißt. Ich weiß ihn. Weil es mich ja interessiert hat und ich war ja schon eine Stunde vor. Ja, ich habe schon nachgeschaut. Er hat nachgeschaut. Aber er ist recht günstig für das, dass es wirklich so viel Glas ist, so schön verziert und so, ist er eigentlich recht günstig. Sonst hätte ich ihn jetzt nämlich schätzen lassen. Und okay, jetzt kann ich nämlich schätzen, welchen. Genau. Jetzt ist es schon. Okay, ich schätze 80 Euro. Nee, also ich hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich jetzt gesagt 40, 45 Euro. Also mit dem habe ich jetzt vorhin mal gerechnet gehabt, deswegen habe ich nämlich nachgeguckt, was er kostet. Also ich habe auch gerechnet gehabt mit 45, 49 Euro ungefähr. Sowas rum, ja. Hätte ich jetzt selber geschätzt. Hätte ich jetzt gesagt, hätte ich jetzt geschätzt. Und ist aber total daneben. Der Preis liegt bei, sage und schreibe, 29,90. Nur das Mundstück ohne Silikonschlauch und so weiter, ist ja klar. Und das ist ein Preis, den man auf jeden Fall zahlt. Also
das ist ein günstiger Preis, wo ich sagen muss, okay, ist okay. Also ist jetzt nicht übertrieben, ja, passt. Ja, wo gibt es das Teil zu kaufen? Das ist natürlich die nächste Frage. Natürlich wieder bei smokers-empire.net. Das ist die Seite von den Genie-Produkten. Und da gibt es das Ganze auch unter Zubehör zu kaufen. Nennt sich Genie Cobra Mundstück. Vielen Dank geht natürlich dann noch raus an den Herrn Ackerlan, der mir das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank an dich. Und es werden auf jeden Fall noch einige Produkte folgen, die wir noch testen werden von Smokers-Empire, weil es gibt ja mittlerweile viele neue Sachen auf dem Markt von Genie und die wollen natürlich auch getestet werden und deswegen, da lassen wir uns nicht lumpen, da wird es auf jeden Fall demnächst noch einige Reviews geben zu diesem Thema. Deswegen bleibt dran und schaut immer mal wieder auf unseren Kanal vorbei. Ihr werdet sehen, da werdet ihr dann aktuelle Reviews über die neuen Produkte von Genie dann informiert werden auf unserem Kanal. Gut, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich denke mal, die wichtigsten Infos wurden genannt. Und ja, ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ich hoffe, es hat euch bei der Kaufentscheidung geholfen. Und wir bedanken uns natürlich recht herzlich wieder fürs Einschalten. Ganz kurz zum Ende noch, wir rauchen heute mit der EG-Glas 2010er Baureihe. Kopf haben wir den SK Milano Funnel mit dreiviertel gefülltem Tabak und zwar halbe Social Smoke Lemon, was war's? Lemon Chill, genau, dass ich es noch rauskriege. Und Hälfte ist Alfacher Arena Blackjack. Eine Lage Gastroalu, Komplettlochung und drei Naturkohlen. Jo, Brikos. Das war's für heute. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha Warentest Team mit Shisha Oli und mir, Big2B. Servus.